eigentlich wollte ich ja Nightmare House 2 spielen. Ich besitze Half-Life 1 und ich hatte es angekündigt, dass ich es spiele, aber ich habe leider kein Half-Life 2. Wird nachgeholt, aber ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt mal One Late Night. Wurde natürlich auch vor mir so oft wieder Let's Played, aber mir ist das wie immer total egal und ich habe nur Gutes gehört. Und wird ja auch mal wieder Zeit für so ein bisschen Horror und ein bisschen Facecam und ja, wir fangen einfach mal an. Indem ich auf New Game drücke. Achtung, klick! Lustige Geschichte an dieser Stelle. Ich habe das nämlich mal angespielt und habe dann zu jemandem gesagt, mein Bildschirm war auch noch etwas kleiner, deswegen hatte ich die Notiz wirklich in riesengroß. Und dann hat mir jemand gesagt, ich habe jemanden gesagt, ey, hör mal, ich konnte das gar nicht spielen, ich wollte das eigentlich auch spielen, aber ich habe die Notiz am Anfang nicht weggekriegt. Das Spiel war direkt bei mir total verbuggt. Ja, und da steht fast dick und fett unter How to Play. Press F1 to hide, show this note. Natürlich habe ich das überlesen und jetzt weiß ich, wie ich das mache. Also, interagieren können wir mit der linken Maustaste. Meine Haare fliegen mir gerade irgendwie im Gesicht. Hier ist auch noch alles recht ungewohnt für mich mit den Aufnehmen. Space. Leaf Chair. Ich kann anscheinend, ja, darum geht's in dem Spiel. Wir müssen einen Stuhl verlassen. Nein, Rest ist, wieso müssen wir sprinten? Hiding, stand close to desk or certain corners while looking at them. Okay. Das sollte, Achtung, F1. Super. So, los geht's. Ich kann nicht spielen. Und hier steht Magic Wipe. Ja, das habe ich schon alles gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja. Da. Moment. Ich stelle mir jetzt einfach vor, das ist bei mir in der Firma. So ein paar Überstunden machen. Spät nachts. Und dann setzen wir uns mal an den Rechner. Okay, wo ist denn... Ach, da unten. Username Mi. Und Passwort Echelon. Richtig? Ja. So. Help. Ach, guck mal, das mache ich mal direkt. Safe. Gut. Display a line of text. Ach so, Echo. Oh Gott. Ich bin Mediengestalter und ich kenne das alles. Ich will das jetzt gerade aber nicht kennen. Deswegen mache ich einfach mal Exit. Ist ein bisschen blöd hier mit dem Mikro, das sieht man ja. Ja. Oh. Ja. Passt ja eigentlich zu mir, das Spiel, ne? Mit diesem Buch habe ich es übrigens auch gelernt. Danach konnte ich das auch. Also so HTML, CSS, JavaScript, PHP, ActionScript. Nein, das meiste davon hat eigentlich doch Spaß gemacht. Ah ja, okay, wir gehen mal raus. Oh, hier schöne Jacke übrigens. Wir gehen mal raus, so. Oh, aua, Tür. Okay, hallo? Ist noch jemand da? Nein, der Robert, der ist nicht mehr da. Hallo? Ja, der hat wahrscheinlich schon Feierabend gemacht, weil es regnet und es ist bestimmt kalt draußen und außerdem ist es sehr spät. Wer ist denn so spät noch im Büro? Ach so, okay.
Das war schon länger so. Gut. Ich guck mich jetzt erstmal um. Ich muss mir erstmal selber einen Überblick verschaffen. So. Jenny? Christina? Grüß? Keiner da. Das sind die Namen meiner Arbeitskollegen. Ich kann mich, glaube ich, auch ducken, oder? So ist ja regulär mal auf C. Nein. Draußen ist auch nichts los. Aber ich kann hier. Ja, genau. Ich habe mir ein paar Let's Plays schon angeguckt. Ich weiß grob, worum es geht. Ich gebe es jetzt auch mal zu. Ich bin sehr ehrlich immer. Wenn ich sage, dass ich etwas nicht gespielt habe, dann habe ich es auch nicht gespielt. Ich möchte mich gerne ducken. Warum geht das nicht? Das finde ich mal ein bisschen doof. Okay. Ich laufe auch extrem langsam. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas gedrückt habe. Sprinten. Guck mal da. Warum ist denn hier der Laptop an? Magic Wipe. Hallo? Kann ich hier was machen? Auf den Stuhl setzen kann ich mich auch nicht. Und hier sind irgendwelche Sachen drin, die ich auch nicht nehmen kann. Hier sieht man wieder, das ist eine sehr seriöse Firma. Die haben alle. Oh Gott, diese dicken Java-Bücher, die kenne ich ja auch noch. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle an meine ehemaligen Kurskollegen und vor allem auch an die Melanie. Die hat letztens einen Post unter ja, einen meiner Beiträge auf Facebook gemacht und freut mich, dass ich dich ab und zu ein bisschen entertainen kann mit meiner Schusseligkeit. Und deinem Freund auch. Ja, schöne Grüße. Und an die Tochter. Hi. Okay, weiter. Und wir gruseln uns weiter. Und weiter. Es ist sehr gruselig hier. Da liegt ein Zettel. Aber ich kann hier nichts nehmen. So. Und, oh, trinken. Umsonst. Gibt's bei uns in der Firma übrigens auch. Natürlich kalt. Hallo? Muss ich das festhalten? Und das heißt, die Frage ist, wozu brauche ich das und brauche ich das überhaupt? Irgendwann mal? Das muss ja einen Grund haben. Hallo Kaffeemaschine. Habe ich jetzt einen Kaffee? Ja. Gut. Spülen? Nee, wir müssen den Kaffee ja noch trinken. Aber wir können die Kühlschranktür aufmachen. Da haben wir Milch. Und einen fetten Burger, aber ich weiß ja nicht, wie lange der da drin ist, deswegen lasse ich das erstmal. Hier haben wir schöne Blümchen. Ja, oh! Und drei Bananen, die ich natürlich nicht mitnehmen kann. Ich will den Kaffee weglegen und will die Bananen mitnehmen. Ja, aber es ist schon spät. Und wenn es so spät ist, dann sollte man schon Kaffee trinken, weil sonst schläft man ein. So. Wir arbeiten übrigens bei Webcam. Und heute haben wir eine wunderbare Konzeption einer Website oder eines Internetauftritts gemacht, erstellt. Und der Chef hat gesagt, alles scheiße. Und hat Arbeit von, ja, so 2 Monaten einfach mal weggeworfen. Oder wir haben ein wunderschönes Design erstellt, gemacht, designt. Und der Kunde hat gesagt, nö, finde ich voll hässlich. Ich möchte eine royalblaue Seite mit gelber Schrift, aber nur ein es soll endlos scrollbar sein, nur gelbe Schrift, Comic Sans und weil die Seite ja noch nicht fertig ist, soll da so ein, ja, so ein GIF in die Mitte, so ein Bauarbeiter. Hier wird noch gebaut. Genau. Es gibt wirklich so Kunden. Leider. Was ist das? Ich sehe dich. Was? Ja, das. Wann habe ich das geschrieben? Ich sitze auf meinen Stuhl. Machen wir nochmal. Mi. Echelon. Und nochmal help, weil ich mir das nicht merken kann. Und ich mache trotzdem Sicherheitshalber nochmal safe. Und dann machen wir jetzt. Moment. Ich weiß nicht, welche. Ich weiß nicht. CD? CD was? Ich weiß ja gar nicht, was für Ordner ich habe. Ich mache weg. Kenn mich, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, ich kenne mich mit Linux nicht aus. Achso, ich muss aufstehen. Ich muss aufstehen und jetzt. Oh, Dirk.
Und jetzt sollte gleich etwas passieren. Warum habe ich jetzt einen Kuli in der Hand? Weil ich jemanden töten kann damit. Das kenne ich auch aus einem anderen Video. Die Toilettentür ist auf. Tut mir leid, dass ich die Spannung hier raube, aber ich muss mir was zu trinken nehmen. So. Gluck, gluck. In der Küche ist noch alles in Ordnung.